Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Arthur und ihr seid auf dem Kanal Mein Weg zu Ruhm. Heute in der Special Edition. Ich mache schon 20 Wochen Diät. Ich bin sehr dankbar für euch, dass ihr so schön mich verfolgt, fleißig Kommentare anschaut und mir dadurch die Motivation gibt, da dran zu bleiben und weiterzumachen. Erstmal vielen Dank. Übrigens, wer mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun und mich bei meinem weiteren Weg natürlich Richtung Uhu, das heißt Richtung unter 100 Kilo, zu unterstützen und zu begleiten. Heute, nach 20 Wochen, will ich jetzt mal meinen Start und vom Start aus und meinen jetzigen Zustand in einem Video zeigen, also wie ich von vorne, von der Seite, von hinten aussehe. Ich will zwei Vergleichvideos mal einblenden, damit ihr es mal besser verfolgen könnt, wie die Diät verlief. Und ich will euch ein krasses Bild von mir zeigen. Das habe ich vor 2-3 Jahren von mir gemacht, oder hat ein Kumpel von mir gemacht. Und es sieht echt krass aus, wenn ich das heute anschaue. Aber als allererstes geht's los zum Messen und Wiegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Also unterm Strich, nach 20 Wochen Diät, habe ich 18 Kilo abgenommen, gestartet mit 145,1, heute mit 127,1, das heißt 18 Kilo verloren. Klar, schaffen so manche Leute in 6 Wochen oder in 10 Wochen, aber das ist für mich mein Weg, Schritt für Schritt, auch in kleinen Schritten, weil ich bin auch nicht so schwer auf die Welt gekommen, sondern habe mir das über Jahre angegessen, antrainiert, wie man das auch nennen mag. Deshalb Step by Step, ich bin zufrieden, 20 Wochen, 18 Kilo. Und ich wäre schon überglücklich, wenn ich die nächsten 18 Kilo auch in 20 Wochen schaffe. So, jetzt zeige ich euch das Bild. Und daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, und zwar, das war, wir im Freundeskreis unternehmen wir mal am 1. Mai eine Tour, und da sind wir, war ein schöner sonniger Tag, da sind wir spazieren gegangen, und ich ziehe da auch immer, wenn wir da wandern, auch immer mein T-Shirt aus, weil wenn die Sonne knallt, schäme ich mich da jetzt nicht so sehr. Ja, und das Bild hat ein guter Freund von mir gemacht, und als ich es dann damals gesehen habe, habe ich mich selber erschreckt, weil wenn man so übergewichtig ist, dann sieht man das irgendwie selber gar nicht, wenn man so in den Spiegel schaut, weil da dreht man sich selber und denkt, ja okay, man hat schon ein bisschen viel drauf, aber irgendwie geht es, ne? Und als ich dann das Bild gesehen habe, habe ich mich selber erschreckt. Sieht schon heftig aus, ich habe da so wie ein zweites Gesicht, jetzt natürlich auch noch so ein bisschen, aber wir sind ja schon auf einem guten Weg, und auch der Bauch ist richtig monströs, deshalb wollte ich euch das Bild mal zeigen. Und ja Freunde, danke fürs Zuschauen, ich werde weiter am Ball bleiben. Noch eine Kleinigkeit, ich bin nächste Woche fliege ich in Urlaub, also erst am Samstag. Ich weiß nicht, wie ich es in einem Video machen werde, ob es da einen guten WLAN-Anschluss gibt oder nicht, aber auf jeden Fall versuche ich mich zu melden. Vielleicht mache ich auch so einen kleinen Urlaubsvlog, nehme euch mit auf den Urlaub oder zeige euch mal da ein bisschen was, was ich so erlebe, oder auch einfach wie
ob es dort ein Fitnessstudio gibt, vielleicht nehme ich euch mal mit ins Training oder wie ich da in so einem Buffet mal zuschlage, sicherlich, ja, weil es ein Urlaub ist und man sollte es nicht, aber ich werde bestimmt das ein oder andere Mal gut essen. Freunde, ich bedanke mich. Bleibt am Ball, kämpft um eure Ziele und ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles das Allerbeste. Ade.